Frau Breiner, eine neue persönliche Bestleistung im Siebenkampf. Viel besser kann ein Siebenkampf bei einer Europameisterschaft nicht enden, oder? Nein, auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr über die Bestleistung. Es hat echt Spaß gemacht in dem Stadion. Die Zuschauer jetzt über die 800 haben mal richtig umgetragen. Jetzt probiert unter 2:10 zu laufen. Es ist sie leider nicht ganz ausgegangen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Mehrkampf und freue mich, dass ich immer neue persönliche Bestleistung im Aufstehen habe können. Heute in der Früh hat es ja nicht ganz so danach ausgesehen, wie man gehört hat. Hat es da schwere Probleme mit dem Knöchel gegeben? Was war da und wie wurde dann die Maßnahme getroffen, dass es doch noch funktioniert hat? Also ich habe gestern eben nach dem 200er oder während dem 200er ziemlich Schmerzen im Sprunggelenk gespürt, im linken. Habe dann beim Heimfahren schon nicht einmal mehr gescheit draufstehen können und auch in der Früh noch sehr Schmerzen beim Gehen schon gehabt. Die Ärztin und der Physiotherapeut haben mir das okay gegeben, dass nichts passieren kann, haben mich eben so weit fit gemacht, dass ich eben keine Schmerzen im Bewerb gehabt habe. Ich habe den Mehrkampf schön zu Ende machen können, das freut mich umso mehr und ich habe eigentlich also im Mehrkampf keine Schmerzen gehabt. Jetzt spiele ich noch ein bisschen, aber das ist halb so schlimm und jetzt werde ich das auskurieren und dann wird das auch wieder schnell vorbei sein. Das heißt, für Sie ist die Saison für heuer vorbei oder gibt es noch einen Wettkampf? Nein, also ich werde jetzt einmal ein bisschen eine Pause machen, aber ich möchte noch eben in Talon starten. Wir werden sich das jetzt aber anschauen, wie das mit dem Sprunggelenk funktioniert. Wenn es das nicht mehr zulässt, dann werde ich die Saison beenden und sonst werde ich gerne noch weitermachen. Und die Gesundheit geht zwar vor, aber soweit es mir gut geht, werde ich gerne noch ein bisschen was machen die Saison. Zum Wettkampf hier noch einmal. Welche Wettbewerbe waren für Sie herausragend? Mich gefällt auf jeden Fall der zweite Tag. Ich habe einfach da mehr Lockerheit gehabt, auch wenn ich da die Verletzung im Sprunggelenk sozusagen gehabt habe, aber ich habe trotzdem mein Ding gemacht und das hat mich umso mehr gefreut. Aber auch der 200er auf der Bahn 1 mit 24:12 war natürlich für mich eine super Zeit und ja, freut mich auf jeden Fall über den ganzen Mehrkampf, über persönliche Bestleistung und da in Berlin am Start gewesen zu sein. Danke vielmals.